Hallo und herzlich willkommen zu unserer Serie Der Ersehnte, dritte Folge heute. Schön, dass ihr da seid, dass ihr heute wieder gekommen seid, nachdem letzte Woche es ausfallen musste, krankheitsbedingt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf julmediatv.de oder euch später die Aufnahme anschaut. Wenn ihr die ersten beiden Folgen verpasst habt, dann darf ich euch sagen, dass sie jetzt online sind und ihr euch das mal anschauen könnt, wo wir uns mit der Einleitung zum Johannesevangelium beschäftigt haben. Und wir wollen uns heute weiter bewegen, ein bisschen weiter schauen in den Evangelien und uns mit Jesus Christus genau befassen. Bevor wir das tun, möchte ich euch einladen, dass wir wie gewohnt ein Gebet haben und dazu niederknien, wo es möglich ist. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das, was wir mit dir erleben dürfen. Wir danken dir für deine Gnade und deine Güte und deine Barmherzigkeit und deine Langmut mit uns. Und wir danken dir, dass wir in den Evangelien ein so klares und deutliches Bild finden, wie du bist und wer du bist. Wenn wir jetzt weiter studieren und uns Jesus Christus immer mehr nähern, möchten wir dich bitten, dass du unsere Herzen erweichst und erwärmst für dich und deinen Charakter. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Wir haben uns die ersten beiden Male Gedanken gemacht über die Einleitung zum Johannesevangelium. Wir haben ja damit angefangen zu sagen, es gibt vier Evangelien. Alle vier haben einen unterschiedlichen Ansatz, einen unterschiedlichen Blickwinkel. Und wir haben gesehen, dass Johannes von allen am weitesten ausholt. Er fängt an in der Ewigkeit. Ne? Im Anfang war das Wort. Und da haben wir gesehen, wie er da fast wie ein Theologe oder Philosoph so all die großen Begriffe der Welt und der Religion einführt und dann Stück für Stück zeigt, wie dieses gigantische Wort, die Offenbarung des Charakters Gottes, der schon immer Gott gewesen ist, neben Gott, nämlich Jesus Christus, wie er Fleisch geworden ist. Ja, das haben wir gesehen. Wir sind bis Vers 17 oder 18 gekommen und haben gesehen, wie Jesus auf der Erde Fleisch geworden, Mensch geworden, den Charakter Gottes gezeigt hat. Wir haben gesehen, der Hauptzweck seines Kommens, der Hauptzweck seines Daseins auf der Erde war es, die Idee Gottes, sein Wesen sichtbar zu machen. Heute wollen wir mal das Johannesevangelium etwas kurz beiseite legen und uns der Einleitung eines anderen Evangeliums zuwenden, aus einer anderen Perspektive sozusagen uns dem Phänomen Jesus nähern. Heute wollen wir uns mal mit der Einleitung in Matthäus beschäftigen. Und das ist eine sehr interessante Geschichte. Da fangen wir mal gleich vorne an in Matthäus Kapitel 1. Weiß jemand noch, was das Besondere an dem Matthäus-Evangelium gewesen ist? Was war seine Perspektive? Ganz genau, er war ganz besonders fokussiert auf die das Alte Testament gut kannten, also heißt die Hebräer, die Juden. Und das wird von dem ersten Satz, eigentlich von dem ersten Wort an, sehr deutlich. Diese Einleitung, das sind die Verse 1 bis 17. Ja? Und wenn wir uns beeilen, schaffen wir heute uns die kurz zu Gemüte zu führen. Wir wollen also nicht jeden Vers bis ins letzte Atom analysieren, wir wollen so einen Überblick bekommen, was dort geschieht. Und das erste Wort ist eigentlich so ein bisschen so, als ob man gleich das wieder weglegen möchte, nicht wahr? Was ist das erste Wort in dieser Einleitung? Stammbaum, was? Stimmt, ja. Buch des Ursprungs, genau. Also bei mir steht einfach Geschlechtsregister. Ja. Jetzt, wie groß ist eure Freude, normalerweise Geschlechtsregister zu lesen? Also ich bin gerade dabei, erste Chronik zu studieren. Das fängt an mit 9 Kapiteln Geschlechtsregister. Das ist ziemlich interessant. Aber dieses Wort Geschlechtsregister hier, jemand hat die Übersetzung gehabt, Buch des Ursprungs, oder? Genau. Wörtlich steht da nämlich tatsächlich das Wort Buch. Und das erinnert uns an das allererste Geschlechtsregister der Bibel. Weißt du, wo das allererste Geschlechtsregister der Bibel steht? Wisst ihr das? Das allererste Geschlechtsregister der Bibel. Da, wo Henoch genannt wird, genau. Noch vor der Sintflut. Und wo ist das? Genau. Und in 1. Mose 5 haben wir fast die identische Formulierung, wenn wir ganz kurz da mal hingehen wollen. In 1. Mose 5 und dort Vers 1 heißt es, dies ist das Buch
der Geschichte von Adam. Ja? Also von Anfang an hießen Geschlechtsregister eigentlich Bücher. Und das waren Bücher, in denen nur Namen vorkamen. Und ihr wisst, es gibt in der Bibel noch ein besonderes, berühmtes Buch, in dem nur Namen vorkommen. Wie heißt denn dieses Buch? Außer den Geschlechtsregistern, die wir hier in der Bibel haben. Ein Buch, in dem nur Namen vorkommen. Ja, also meinst du 4. Mose? Aber da kommen auch Geschichten vor. Ich meine, ein Buch, das ist kein Buch der Bibel, aber ein Buch, das in der Bibel erwähnt wird, in dem nur Namen vorkommen. Das Buch, das Jesus aufschlägt, auch jetzt schon vor der Wiederkunft aufschlägt. Und wie heißt dieses Buch? Das ist das Buch des Lebens. Das heißt, und das haben wir öfter schon gesagt, Geschlechtsregister sind eigentlich so ein Hinweis auf das Buch des Lebens. Das gilt besonders für das erste Geschlechtsregister, eigentlich auch mit das, ne, nicht das einzige, aber das erste Geschlechtsregister des Neuen Testaments. Das ist das Evangelium. Und beim Evangelium geht es ja um das ewige Leben. Das Buch. Aber schauen wir mal ein bisschen weiter in Matthäus 1. Bleiben wir nicht am ersten Wort hängen. Es heißt, es ist das Geschlechtsregister von wem? Jesus Christus. Jetzt, Jesus heißt was auf Deutsch? Ja, Jesus heißt wörtlich übersetzt der Retter, nicht wahr? Und Christus heißt übersetzt der Gesalbte, der Messias. Also, wir haben hier das sogenannte Geschlechtsregister von Jesus. Und für einen Juden war das Allerwichtigste das Geschlechtsregister. Ja? Wo stamme ich her? Das mussten nicht notwendigerweise vollständige Geschlechtsregister sein, aber so eine Skizze zumindest war für jeden Juden sehr wichtig. Und dann gleich im ersten Satz haut der Matthäus die totale, also haut er es raus, was er sagen will. Er sagt nämlich, Jesus ist der Sohn Davids und er ist der Sohn Abrahams. Jetzt lassen wir uns mal kurz anschauen. Der Sohn Davids und der Sohn Abrahams. Warum erwähnt ihr die beiden Namen hier, David und Abraham, eurer Meinung nach? Das waren die wichtigsten, ja, bei den Juden? Es gab eine Verheißung für Abraham, genau. Gab es auch eine Verheißung für David? Schauen wir mal hin, das ist sehr interessant. Wir fangen mal mit David an, weil er auch zuerst erwähnt wird. Und zwar in 2. Samuel 7. Da kommt die vor. In 2. Samuel 7. Das ist die Geschichte, wo der David sich vornimmt, ein Haus zu bauen für Gott, den Tempel. Die kennt ihr, oder? Nimmt sich vor, einen Tempel zu bauen. Gott sagt, mach es nicht. Ich baue dir ein Haus. Ich gebe dir Nachkommen. In 2. Samuel 7 und dort Vers 12 und 13. Dort heißt es, wenn deine Tage erfüllt sind, und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken. Das sind also deine Nachkommen, ja, sein Sohn, der aus deinem Leib kommen wird und ich werde sein, was? Königtum befestigen. Das heißt, die Prophezeiung ist, der Sohn Davids würde ein festes Königtum bekommen. Schaut mal Vers 13. Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königreiches wie lange befestigen? Auf ewig. Frage, wer war der eigentliche Sohn Davids? Jetzt die Frage, was ich mit eigentlich gemeint habe. Ja? Also buchstäblich erstmal war es Salomo. Hat Salomo den Thron Davids übernommen? Hat Salomo dem Herrn einen Tempel gebaut? Hat Salomo die Prophezeiung komplett erfüllt? Nein. Denn sein Thron blieb nicht auf ewig bestehen. Ja? Noch einige Generationen weiter blieb er bestehen, aber irgendwann ist er weggenommen worden. Der Thron von David. Weil Salomo eben nicht der Messias war. Er war nur auch ein Vorläufer. Übrigens, wofür ist Salomo bekannt? Wofür ist er berühmt? Für die Weisheit. Er war die personifizierte Weisheit, wenn man so möchte. Ja? Aber wir haben ja jetzt Sprüche ausführlich studiert. Wer ist der Eigentliche, der die Weisheit darstellt? Jesus. Und Salomo heißt übersetzt... David heißt der Geliebte, aber Salomo heißt Frieden, genau, Frieden, weil Shalom, das ist Shalom, genau. Und Jesus ist der Friedefürst, der König, David, des Friedens, Salomo. Also das sind einige dieser Ideen, die dahinter stecken. Wir können auch in den
in den Psalmen das lesen. Schaut mal zum Beispiel in Psalm 132. Das ist eine Idee, die in der Bibel immer und immer wieder vorkommt, diese Idee von dem Sohn Davids. Das war den Juden recht geläufig, ja. Sie warteten auf den Nachfolger David. Psalm 132 und dort Vers 11. Und da wird es sehr deutlich, dass das für Gott eine ernste Sache war. Psalm 132, Vers 11. Der Herr hat David in Wahrheit geschworen. Davon wird er nicht abgehen. Einen von der Frucht deines Leibes, will ich auf deinen Thron setzen. Also das war ein wirklich ernster Schwur. Mindestens genauso ernst auch wie der an Abraham. Ein Nachkomme von David wird auf dem Thron sitzen. Ja? Also Abraham war ja nie König gewesen. Und die Verheißung an Abraham hatte nie was mit Königtum zu tun. Aber Gott hatte auch verheißen, dass ein Nachkomme von David würde auf ewig König sein. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie die Juden das interpretiert haben. Die haben gedacht, da kommt irgendwann einer, der wird König in Jerusalem und vertreibt die Römer. Und dann wird er bis zu alle Ewigkeit dort das israelitische Königreich regieren. Aber das war natürlich nicht gedacht. Schaut mal mit mir in Jeremia, noch eine Passage aus dem Alten Testament dazu. Jeremia 33. Nur, dass ihr mal so einen Eindruck bekommt, wie oft das in der Bibel eigentlich vorkommt, diese Idee von dem Sohn Davids. Jeremia 33 und dort Vers 15. Jeremia 33, Vers 15. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprießen lassen. Und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In jenen Tagen wird Juda gerettet werden. Was heißt Jesus nochmal? Retter. Und Jerusalem wird sicher wohnen. Und mit diesem Namen wird man sie benennen. Der Herr ist unsere was? Unsere Gerechtigkeit. Das heißt, es gab schon im Alten Testament deutliche Hinweise, dass dieser Sohn Davids, dass es da um die Gerechtigkeit geht. Ja, um die Rettung. Vers 16, Vers 17. Denn so spricht der Herr, es soll David nie an einem Mann fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Also das steckt dahinter. Wenn Matthäus sagt, Jesus ist der Sohn Davids, dann sagt er mit anderen Worten, all diese Prophezeiungen, und wir haben jetzt nur ein paar angeschaut, erfüllen sich in Jesus. Er ist der Sohn Davids. Ganz kurz, Sohn Abrahams. Wer war denn der eigentliche, also der buchstäbliche Sohn Abrahams? Es gab einige, das stimmt. Es gab den einen Sohn, um den es wirklich ging, nämlich Isaak. Und was war das Besondere an Isaak? Er wurde verheißen, das war also das Versprechen Gottes, ja. Es war auch eine Wundergeburt, eine übernatürliche Geburt, nicht wahr? Die Frau konnte eigentlich kein Kind mehr bekommen, die Sarah. Und da gibt es eine Geschichte, wo diese Verheißung sehr deutlich wird. Und das ist die Geschichte, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll und der sich freiwillig binden lässt. Das heißt, die Geschichte, der Ausdruck Sohn Davids weist auf sein Königtum hin und auf seine Herrschaft und seine Gerechtigkeit. Der Ausdruck Sohn Abrahams auf seine Bereitschaft, sich freiwillig opfern zu lassen. Denn das waren ja die beiden Aspekte des Messiastums. Ja? Er sollte das Opfer für die Sünden sein und gleichzeitig der König. Ja? Und die Israeliten haben das eine betont und das andere vernachlässigt. Und als er kam, haben sie nicht entdeckt. Deswegen macht Matthäus das von Anfang an. Er ist der Sohn Davids und der Sohn Abrahams. Wir schauen mal den Vers ganz kurz an, wo diese Verheißung ist. 1. Mose 22. Und dort Vers 18. Die ganze Geschichte kennt ihr ja, wie ihr den einzig geborenen, also den einzigen Sohn, wie er genannt wird, den auf den Altar bringen soll und so weiter. Und dort in Vers, wir können ab Vers 16 lesen, Vers 16 bis 18. Dort heißt es, und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen. Ist wieder ein Schwur. Ja? Er hat David geschworen und er hat Abraham geschworen. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan hast, und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen.
Und in deinem Samen sollen wie viele Völker? Alle Völker gesegnet werden. Das ist noch so ein Hinweis darauf, dass die Juden das nicht ganz richtig verstanden hatten. Denn für sie bestand die Verheißung nur in dem Segen für Israel, oder? Für sie, sie haben sich auf den Sohn Davids konzentriert, ja, der Israel regieren würde. Aber der Sohn Abrahams würde ein Segen sein für alle Völker. Ja, in ihm sollen... Ganz genau. Ja, im Galaterbrief zitiert er den Vers und sagt, das bezieht sich nicht auf viele, sondern auf einen, Jesus Christus. Ja, ganz genau, in Galater 3, Vers 16 ist das. Kann man sich noch dazu schreiben, wo er deutlich macht, das bezieht sich auf Jesus. Ja, dieser Same, Galater 3, Vers 16 ist das, wo er sagt, wo er ganz deutlich zeigt, weil im Hebräischen ist es auch Einzahlsame an der Stelle und nicht Mehrzahlsame. Also nicht viele Nachkommen, sondern der eine, der wirkliche. Genau. Also das ist diese Einleitung, die er gibt. Er sagt, Jesus ist der Sohn Davids, der wahre Salomo, der im Gegensatz zu Salomo wirklich Weisheit verkörpert hat, der wirklich auf dem Thron Davids sitzen wird, auch in aller Ewigkeit, aber er ist auch der wahre Isaak, der sich wirklich hat binden lassen, der wirklich geopfert worden ist und der wirklich der Sohn der Verheißung ist und der wirklich alle Völker segnet, ja? Was weder Salomo noch Isaak wirklich leisten konnten. Jetzt mit dem Wissen gehen wir mal zurück zu Matthäus und gönnen uns noch mal die Freude, das Geschlechtsregister zu lesen. Das ist so eine spannende Geschichte. Einfach mal so im Schnellverfahren mal kurz diese Station durchgehen. Denn was Matthäus jetzt macht, er fängt bei Abraham an. Er fängt nicht früher an, weil für die Juden war Abraham ihr Stammvater. Ja? Abraham war der Erste, der die Verheißung Gottes bekommen hat. Für sie war Abraham der Startpunkt. Und er fängt jetzt an in Vers 2. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Juda und seine Brüder. Schon der Vers ist eigentlich ziemlich genial. Was fällt euch auf an diesen Personen, die hier benannt sind? Moment mal. Wer war denn der Erstgeborene von Abraham? Genau, also wir haben Abraham, ja? Wen würden wir in einem menschlichen Geschlechtsregister als nächstes erwarten? Ismael. Aber der kommt nicht. Stattdessen kommt Isaak. Okay. Jetzt, wen würden wir bei Isaak zuallererst vermuten in einem menschlichen Geschlechtsregister? Wer war der erstgeborene Sohn von Isaak? Esau. Aber wer kommt stattdessen? Jakob. Wen würden wir in einem menschlichen Geschlechtsregister als allererstes vermuten von den Söhnen Jakobs? Wer war der Erste? Ruben. Aber der kommt nicht, sondern Juda. Schon der erste Vers ist die totale Wahrheit. Der zweite Vers ist vollkommen spektakulär. Da kommt nicht an einer Stelle der, den man erwarten würde, und immer andere, die man nicht erwarten würde. Jetzt denkt mal drüber nach. Ein Geschlechtsregister, ein Buch voller Namen, wo nicht die drinstehen, die man erwarten würde, aber Leute drinstehen, die man nicht erwartet. Und denkt nochmal daran, dass wir gesagt haben, das Geschlechtsregister ist ein Typus für das Buch des Lebens, wo Menschen, von denen wir vielleicht denken, dass sie drinstehen, gar nicht drinstehen. Und Menschen drinstehen, von denen wir es gar nicht erwartet hätten. Isaak, Jakob. Warum war Isaak drin? Isaak war der Sohn der Verheißung. Warum war Jakob drin? Und nicht Esau. Er hat sich bekehrt. Und was soll's? Er war auch eine Verheißung, ja? Aber da gab es, beide hätten ja auch sich bekehren können, ja? Aber nur Jakob hat sich bekehrt. Esau hatte zwar das Erstgeburtsrecht, aber das hat er verkauft. Er hat sein Recht am Buch des Lebens sozusagen verschenkt, verkauft. Ruben, warum ist Ruben nicht drin? Kennt ihr die Geschichte, was mit Ruben passiert ist? Warum er nicht der Erstgeborene geblieben ist? An der Bilha, genau, an einer der Nebenfrauen seines Vaters. Er hat ihr Bett bestiegen, so sagt es, und dann hat Jakob sein Erstgeburtsrecht genommen und hat das doppelte Erbe Josef gegeben. Das Priestertum ging dann später an Levi, aber das geistliche Erstgeburtsrecht ging an Juda. Juda übrigens nebenbei, das machen wir nur Klammer auf hier, weil wir haben die Zeit nicht, ist eine der spektakulärsten Geschichten der Bibel. Wisst ihr, dass Juda ebenfalls von zu Hause weggelaufen war?
Josef war ja gefangen in Ägypten, Juda war freiwillig zu den Kanaanitern gegangen. Juda war der verlorene Sohn des Alten Testaments. Der hat in Saus und Braus gelebt und hat dort, ist zu den Prostituierten gegangen und ich weiß nicht was. Und am Ende, fast unmerklich zwischen den Zeilen, merkt man, wie er zum geistlichen Führer der Familie geworden ist. Als Ruben vorschlägt, Sicherheit für Benjamin zu sein, sagt der Vater Jakob nein. Als Juda das sagt, sagt Jakob ja. Als Benjamin dann zurückgehalten wird, sagt Juda, nimm doch mein Leben für seins. Er war bereit, sein Leben für seinen jüngeren Bruder zu geben. Und deswegen steht dann in 1. Mose 49 in dem Segen, dass aus Juda, können wir mal kurz lesen, 1. Mose 49. 1. Mose 49. Ganz interessante Geschichte. Das ist der Segen. Und dort Vers 9 und 10. Juda ist ein junger Löwe. Mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Vers 10. Es wird nicht das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Shiloh kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Shiloh ist ein anderer messianischer Titel. Shiloh ist auch der die Ruhe bringt, der den Frieden. Und damit war gesagt, Juda würde jetzt der neue Stammvater in der Heilslinie werden. Ja. Abraham, Isaac, Jakob, Juda. Deswegen ja später auch die Juden. Ja. Alle anderen Stämme waren schon verloren, aber die Juden hatten immer noch ihr Reich bis zu Jesus. Und als Jesus dann gestorben war, kurze Zeit später ging das Reich Juda unter. Ja. Juda. Gehen wir zurück zu 1. Mose. 1. Mose ist ein Quatsch. Matthäus 1. Wir sind heute im Geschlechtsregister Jesu. Einem der spannendsten Kapitel des ganzen Neuen Testaments. Matthäus 1 und wir kommen zu Vers 3. Matthäus 1, Vers 3. Juda zeugte den Peretz und den Sera mit der Tamar. Kennt ihr die Geschichte? Das ist noch zu der Zeit, als Juda dort in Kanaan ist und er hat drei Söhne. Der erste ist so böse, dass er stirbt. Dann soll der zweite zur Frau Tamar eingehen und schläft auch mit ihr, aber er lässt dann den Samen auf den Boden fallen. Sein Name ist übrigens Onan, da kommt das Wort Onanieren tatsächlich. Und dann stirbt er auch. Und dann der dritte Sohn, der wird gar nicht, den gibt der Juda gar nicht erst her. Und dann ist diese Geschichte, dass sie, ja genau, und er sagt, warten wir mal. Und dann geht die Geschichte so, dass diese Frau von dem Erstgeborenen, Tamar, sich als Prostituierte verkleidet. Juda geht zu ihr hinein, zeugt mit ihr einen Sohn, hört danach, dass seine Schwiegertochter eine Prostituierte gewesen ist und sagt, sie soll öffentlich verbrannt werden. Ja, das ist eine unglaublich krasse Geschichte. Bis dann herauskommt, dass er derjenige war, der bei ihr gewesen ist. Dass er seine eigene Schwiegertochter geschwängert hat. Also das sind auch durchaus gebrochene Persönlichkeiten hier im Stammbaum von Jesus. Mal, wir kennen die Geschichte von Jakob, wir kennen die Geschichte von Isaac, aber auch die von Juda ist äußerst interessant. Und spannenderweise hat dann diese Tamar aufgrund dieser Schwangerschaft Zwillinge, und zwar Peretz und Serach. Wisst ihr, wer zuerst aus dem Mutterschoß hervorgekommen ist von den beiden? Es war zuerst der Serach, zumindest mit einer Hand. Kennt ihr die Geschichte? Und dann wird das rote Bändchen drum gemacht und dann bricht der andere durch. Peretz, und sein Name heißt Riss. Weil, ja. Und er war auch, ist schon wieder quasi der Zweite. Ja, der Zweite, der Zweite, der Zweite, also in dem Fall der Vierte. Immer nicht der Erste, immer nicht der, den man erwarten würde. Ganz, ganz faszinierend. Und dann auch noch von dieser Tamar, die dort Prostitution betrieben hat mit ihrem eigenen Schwiegervater. Unwissend, also ja, halbseitig unwissend. Nein, ich will damit, der Punkt ist erstmal der. Ja. Genau. Genau, also der Punkt ist der, dass Gott immer erst auf geistliche Dinge achtet, als auf menschliche Abstammung und so weiter. Und die Juden waren ja so unglaublich
begeistert von ihrer Abstammung. Ja? Und in diesem Geschlechtsregister zeigt Matthäus jedes Mal eigentlich, wie Gott das anders gemacht hat. Ja? Jedes Mal er von einer anderen Seite kommt und jedes Mal er die Menschen überrascht. Ja? Aber es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Dann heißt es hier, und da können wir ein bisschen schneller drüber gehen, Perez zeugte wen? Hesron, und Hesron zeugte den Aram oder Ram, je nach Übersetzung. Aram zeugte den Aminadab und Aminadab zeugte den Nachschon. Die sind relativ unbekannt, aber Aminadab und Nachschon tauchen dann in der Bibel auf. Weiß jemand, um welche Zeit herum Nachschon auftaucht? Jetzt bin ich gespannt. Wer das weiß, der darf sich offiziell Bibelkenner nennen. Wo kommt Nachschon mal vor in der Bibel? Keine Idee? Schlagen wir mal kurz auf. 4. Mose. 4. Mose 1, Vers 7. Dort lesen wir: Von Juda Nachschon, der Sohn Aminadabs. Also da haben wir ihn. Aber worum geht es in dem Kapitel? Schaut mal in Vers 4. Genau, da werden die Leute gezählt. Schaut mal in Vers 4. Und je ein Mann von jedem Stamm soll euch beistehen, ein Mann, der das Oberhaupt seines Vaterhauses ist. Also bei der Kriegszählung, bei der Zählung der Armee, sollte für jeden Stamm ein Oberhaupt bestimmt werden, der das Ganze übersieht. Und Nachschon war das Haupt für Juda sozusagen. Das heißt, wir finden hier einen der Vorfahren Jesu als einen Führer während der Wüstenwanderung. Ja? Also wir fangen bei dem Geschlechtsregister bei Abraham an, Isaac, Jakob, Juda, dann kommt die Zeit der ägyptischen Gefangenschaft, da wissen wir nicht so viel. Aber dann in der Wüste tauchen sie wieder auf. Ja? Aminadab, Nachschon. Nachschon war ein Führer während der Wüstenwanderung. Jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 1. Und wer kommt nach Nachschon? Salmon, auch uns relativ unbekannt, aber seine Frau ist viel bekannter. In Vers 5 heißt es, Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Und die kennen wir. Woher kennen wir die Rahab? Das war schon wieder eine Hure. Also jetzt haben wir zwei Frauen in dem Geschlechtsregister von Jesus und beide waren Huren. Also die eine mal ganz kurz und die eine berufsweise. Ihr kennt die Geschichte von der Rahab, ich brauche sie nicht erzählen. Sie sitzt dort in ihrem Haus, nimmt die beiden Kundschafter auf und lässt sie dann runter, sagt, dass sie an Gott glaubt, weil sie die Botschaft gehört hat vor 40 Jahren und jetzt. Und ihr Haus bleibt als einzige stehen. Und dann kommt sie in das Volk Gottes. Und da hört die Geschichte meistens auf. Aber habt ihr gewusst, dass diese Hure, Rahab, dann später einen der Führer des Volkes heiratet? Das ist, was dort steht. Ja? Denn Salmon war ja der Sohn von Nachschon. Das war ein Prinz, sozusagen, wenn man so möchte. Ja? Das war nicht irgendjemand. Diese Hure, diese ausländische Hure, hat nicht irgendjemanden geheiratet. Die hat einen der Obersten geheiratet. Das ist interessant. Ja. Auch sehr spannend zu sehen. Und da haben wir jetzt die Rahab, die nicht nur Hure war, sondern eine ausländische Hure. Das war die Tamar übrigens auch. Die war ja auch aus Kanaan. Nicht, ja? Jetzt. Und wen haben die miteinander gezeugt? Den Boas. Und den kennen wir auch. Woher kennen wir den Boas? Genau, das ist das Buch Ruth. Also ihr seht, wie dieses Geschlechtsregister eigentlich so wie so eine Kurzzusammenfassung des ganzen Alten Testamentes ist. Immer so kurz Stippvisiten, ja. Wie war denn das mit der Naomi? Die bringt, ja, die hatte zwei Schwiegertöchter, beides Moabiterinnen, schon wieder Ausländerinnen. Ja? Also das ist irgendwie so ein Thema hier. Der Matthäus, der schreibt an die Juden mit einem Geschlechtsregister. Auf den ersten Blick wird man denken, ja, der will den nur irgendwie hier auf die Schulter klopfen. Aber beim nächsten Hinblicken sieht man, der will ihnen eigentlich zeigen, wie faul ihr Denken ist, wie hohl. Ja? Alles in diesem Geschlechtsregister ist seltsam, ganz komisch, anders als man denkt. Die Naomi bringt ihre Ruth mit und die Ruth ist was für eine Frau? Wie wird die charakterisiert als Ausländerin? Sie ist treu, fürsorglich. Von wem wird das gesagt in dem Buch? Also wer sagt das über Ruth? Die Schwiegermutter sagt das, wer sagt das noch? Das Volk. Im Buch Ruth steht sogar tatsächlich gegen Ende,
dass im ganzen Tor, also dort, wo das Leben stattfindet, die Ausländerin Ruth als eine tugendhafte Frau bekannt ist. Jetzt eine tugendhafte Frau, deren Ruf im Tor der Stadt bekannt ist? Ja, man muss überlegen, wie kam ja als Fremde? Ganz kurz überlegen. Sprüche 31, haben wir gerade studiert, oder? Die tugendhafte Frau. Die tugendhafte Frau, deren Lob im Tor bei den Männern bekannt ist. Also es gibt eine einzige Frau in der Bibel, die so präzise auf Sprüche 31 passt, im Alten Testament, und das ist Ruth, die Moabiterin, die wiederum hier in die Linie von Jesus hineingebracht wird. Hier, jetzt darfst du kommen. Was willst du sagen? Entschuldigung. Also, wir haben bisher, erstens, überhaupt haben wir Frauen, das ist schon merkwürdig, was war für Juden ganz ungewöhnlich, dass man Frauen hat. Und die Frauen, die man hat, sind alles Ausländerinnen und die meisten bisher von zweifelhaftem Charakter. Die jetzt nicht, aber es ist ein äußerst interessantes Geschlechtsregister. Schauen wir mal weiter. Wird noch besser. Boas zeugte mit Ruth wen? Obed. Obed kennen wir nicht so gut, aber Obed ist der Vater von Isai. Und Isai ist schon relativ bekannt, vor allem als der Vater von David. Und jetzt sind wir innerhalb von einigen wenigen Versen von Abraham bis David gekommen. Abraham war wer gewesen? Was war sein Status? Er war der Stammvater, aber in seiner Zeit hatte er welche Position? David? Abraham? Er war zwar reich, aber er war ein Priester? Er war ein Fremdling, oder? Er war ein Nomade. Er hatte kein eigenes Haus, kein eigenes Heim, ist umhergewandert in der Fremde. Wir kommen von einem einzelnen Fremdling innerhalb einiger Jahrhunderte zu dem König David. Und zu der Zeit von König David war das Königreich Israel an der Spitze seiner Macht. Gerade Übergang von David zu Salomo. Man kann das heute nicht mehr genau nachweisen, aber es sieht so aus, als ob zu der Zeit das Volk Israel wahrscheinlich die mächtigste Nation auf der Erde war. Zu der Zeit archäologisch findet man in Ägypten kaum was, man findet in Assyrien kaum was, man findet in Babylon kaum was. Die haben alle so eine Schwächeperiode, ja. Ellen White sagt uns, dass unter der frühen Regierung von Salomo, die spätere Regierung Davids, das sah so aus, als ob Gottes Plan aufgeht. Ja. Israel war an dem Höhepunkt seiner Geschichte. König David. Die Geschichte geht weiter. König David zeugte den Salomo mit, Frau des Uria. Vierte Frau, schon wieder so komisch. Ja. Schon wieder durch ganz außergewöhnliche Umstände, denn ihr kennt die Geschichte, der König David in all seiner Glanz und Gloria, der steht eines Abends auf. Übrigens, warum ist der zu Hause damals gewesen? Er wollte nicht in den Krieg ziehen. Er hat schon so viel Krieg gemacht, hat gedacht, ich bleibe mal zu Hause. Ja, ihr kennt die Geschichte. Es war die Zeit, wo die Könige aussehen in den Krieg. Er bleibt zu Hause, ist faul, genießt das Leben, steht auf, guckt nach unten und guckt zu lange. Jetzt, es gibt eine riesen Debatte unter den Gelehrten, ob Bathseba freiwillig mitgemacht hat oder ob sie vergewaltigt wurde. Es gibt Argumente dafür und dagegen. Ist jetzt nicht so entscheidend. Aber der Punkt ist, der Salomo hat schon wieder so einen unguten Hintergrund. Ja. Denn Salomo ist das Kind von den beiden. Eigentlich das Erste. Das erste Kind von den beiden ist gestorben. Ist wieder nicht das Erste. Ja. Das Erste ist tot. Einer von den anderen ist es dann geworden. Salomo mit der Frau des Uria. Und interessant hier auch, dass der Uria erwähnt ist und nicht die, wie heißt sie? Die Bathseba. Das heißt, um so auch noch den Punkt deutlich zu machen, euer toller König David, den besten, den ihr vorweisen könnt in der ganzen Geschichte, war ein Mörder oder ein Ehebrecher. Also mindestens. Und das war schon der Glanz und Glorie des ganzen Geschlechtsregisters, ja, weil danach wird es auch nicht besser, wie ihr gesehen werdet. Und das zeigt, also wenn man es genau betrachtet, die ganze Idee des Geschlechtsregisters wird fast ad absurdum geführt. So ein bisschen, ja. Also zumindest so, wie Juden das verstanden haben. Und es zeigt sich, also jeder Vers trieft quasi von der Gnade Gottes, dass er weitergemacht hat mit seinem Volk und ihn wieder vergeben hat, ja. Er hat Abraham vergeben, dass er seine Frau weggegeben hat. Er hat Isaac vergeben, was er falsch gemacht hat. Er hat Jakob vergeben, er hat Judah vergeben. Er hat all den vergeben, er hat Rahab vergeben. Er hat König David vergeben. Als David gesagt hat, Herr, erschaffe mir ein neues Herz. Vers 7. Salomo zeugte wen? Den
Rehabeam. Jetzt, was passiert bei Rehabeam? Das ist sehr interessant. Was hat Rehabeam beigetragen zur Geschichte des Volkes Gottes? War nicht sehr rühmlich. Was hat er gemacht? Bei ihm kam die Teilung des Reiches. Ja? Der Salomo war schon ziemlich unterdrückend gewesen, seine letzten Lebensjahre. Und dann kommt der Rehabeam und dann kommt das Volk und sagt, könntest du bitte nicht ein bisschen von den Steuern wegnehmen? Ja? Und dann berät er sich. Er berät sich mit den Alten und die sagen, ja, ja, hör aufs Volk. Und dann berät er sich mit den Jungen und die sagen, nee, harte Hand, nicht wahr? Hardliner, du musst hier mal richtig auf den Tisch hauen. Das sagt er ihnen dann und dann gehen 10 Stämme weg in den Norden und er bleibt allein übrig. Und dieser Riss ist nie geheilt worden. Interessanter Hinweis, manchmal, wenn man auf die falschen Leute hört, trifft man Entscheidungen, die nie wieder gut zu machen sind. Aber jetzt ist es größtenteils abwärts. Also Rehabeam teilt das Reich und er ist im Krieg, ja, mit dem Nordreich, ständig Krieg. Ja. Dann kommt auch noch Götzendienst dazu. Und man würde denken, es ist schon fast das Ende. Dann kommt, wer kommt nach Rehabeam? Abia. Und Abia, war der gut oder schlecht? Der war auch schlecht. Der war so wie Rehabeam. Ja. Hat auch mit dem Nordreich gekämpft. Und dann kommt Asa. Und Asa war? Also, wenn ihr das alles nochmal zu Hause nachlesen wollt, dann könnt ihr in den Chroniken, 1., 2. Chronik, das ist die ganze Geschichte des Südreiches drauf. Also vielleicht mal ganz kurz zur Orientierung. Wir haben Rehabeam, dann haben wir Abia, also Rehabeam war schlecht, Abia war schlecht. Dann kommt Asa und Asa war? Asa war gut. Ganz toll. Ja. Macht große Siege. Mit Hilfe Gottes besiegt er dort die Feinde. Er schmeißt sogar seine eigene Mutter aus der Administration, weil die Götzendienerin war. Räumt auf. Aber irgendwann wird er etwas politisch und schließt Bündnisse mit anderen Nationen. Und vorher hat er die Propheten gefördert. Dann lässt er die Propheten ins Gefängnis werfen, die ihn dafür tadeln. Und aus dem guten Asa wird so ein eher schlechter Asa. Das ist der übrigens, der im Alter krank geworden ist an seinen Füßen, wo die Bibel sagt, er ging nicht zu dem Herrn, sondern zu den Ärzten und starb dann. Ja, also eher auch so eine traurige Geschichte. Also schlechter König, guter König mit schlechtem Ausgang. Jetzt, wer kam auf Asa? Josaphat. Jetzt, zu welcher Zeit lebte Josaphat? Welcher berühmte Prophet lebte zu seiner Zeit? Wisst ihr das? Okay. Wisst ihr, mit welcher König im Norden regiert hat? Dann wisst ihr, auf welcher Prophet regiert hat. Ahab. Das ist zur Zeit Ahabs. Also zur Elia. Das ist zur Zeit Elias jetzt schon. Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. War Josaphat gut oder schlecht? Josaphat war gut. Aber Josaphat, obwohl er gut war, hat so komische Sachen gemacht. Er hat zum Beispiel gemeinsam mit Ahab Krieg geführt. Der hat so gemeinsame Sache mit dem Ahab gemacht und so. Also eigentlich würden wir sagen, er war schon gut, aber er war jetzt nicht so hundertprozentig die allergrößte Leuchte. Ja? Also wenn man die ganzen Lebensgeschichten so anschaut, da hat man alle Facetten. Ja? Von denen, die völlig in der Welt waren, zurückgekommen sind, die ganz toll waren und dann wieder zurückgedriftet sind. Ja? Also ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und nach Josaphat kommt wer? Joram. Und Joram ist? Joram kam auf eine ganz geniale Idee, nämlich die Tochter von Ahab zu heiraten. Und das war natürlich das Anfang vom Ende erstmal wieder. Und dann war das Südreich fast genauso schlimm wie das Nordreich. Also ihr seht, das war so ein Auf und Ab, so hoch und runter. Das sind jetzt die Könige, ja. Und dann, wer kam danach? Usia, was fällt euch jetzt auf? Ich fällt nichts auf, ne? Was man nicht merkt ist, hier fehlen 3 Könige in der Liste. Weil nach Joram kommt eigentlich Ahasja. Also wir haben Joram, dann kommt Ahasja, der war böse. Dann kommt Atalja, das ist die Frau, die einzige Frau, die jemals im Süden regiert hat. Und die war so böse, wisst ihr, was die gemacht hat? Die hat alle Nachkommen Davids umbringen lassen. Und damit war eigentlich der Stammbaum faktisch ausgerottet. Sie hat nur einen übersehen. Das ist der dann im Tempel versteckt worden ist. Kennt ihr die Geschichte aus der Kindersabbatschule? Der eine, der im Tempel aufgezogen worden ist, sein Name war
Na? Joas. Das ist der, der als kleines Kind dann König wurde, als man die böse Königin verstoßen hat. Kennt ihr das nicht? Wo man dann die Trompeten aufgestellt hat und die böse Königin verscheucht hat. Und dann kam er als achtjähriger König dort. Genau. Und der dann eine Kasse errichtet hat, wo man die Leute dann Geld geben konnte, um den Tempel auszubessern. Das war der Joas. Ja. Und wisst ihr, war der Joas jetzt gut oder schlecht? Also, genau, da gab es einen Propheten, einen Priester, und solange der gelebt hat, war er gut. Und als der Prophet tot war, wurde er schlecht. Wieder eine andere Geschichte. Ja. Einer, der gut war, aber deswegen gut war, weil er unter Kontrolle war. Manche von uns brauchen mal andere Leute, die uns so ein bisschen auf und aufpassen, nicht wahr? Und der Joas, der hat nie zu einem eigenen festen Glauben gefunden, sozusagen. Und dann fehlt noch, also Athalia ist nicht wirklich eine Königin, die war ja nur so unrechtmäßig da, dann fehlt noch Amasia. Und er war auch böse. Also es fehlen 1, 2, 3 Könige, die einfach weggelassen werden. Einfach rausgelassen werden. Und man hat bis heute spekuliert, warum. Aber Fakt ist, dass es so ist. Weil sie schlecht waren, vielleicht auch, weil dann einfach, ja, können wir gleich noch drüber reden. Aber wir gehen es mal noch durch, damit wir es schnell schaffen. Danach kommt wer? Also, wir hatten ja Usia gesagt, nicht wahr? Kennt ihr die Geschichte von Usia? War der gut oder schlecht? Usia war super gut, er hat 52 Jahre regiert, aber hat was ganz Dummes gemacht. Irgendwann ging es ihm so gut, der dachte, warum sollen immer nur die Priester räuchern? Ist mit der Räucherpfanne in den Tempel gegangen und dann haben sie gesagt, stopp, tu es nicht. Und er hat gesagt, und dann wurde er erst richtig zornig. Er hat gesagt, ich mach's erst recht. Und er hatte Aussatz an der Stirn, ein Symbol für das Malzeichen des Tieres. Ja. Und dann ist er mit Aussatz gestorben. Also eigentlich auch gut mit, negativ. Also das Geschlechtsregister ist eigentlich jetzt nicht so die, wo man sagt, das sind meine stolzen Vorfahren. Ja. Naja, Usia, wer kam danach? Jotham. Was war mit Jotham? Jotham war gut. Man kennt ihn nicht so gut. Wir verbuchen ihn unter gut. Und dann kommt nach Jotham, kommt Ahas. Und wer war Ahas? Ja, das ist stimmt. Also Ahas war so ein richtiger Rebell. Ahas hat angefangen, den Tempeldienst zu verändern. Der hat gesehen, da gibt es einen tollen Tempel bei anderen Nationen, einen tollen Altar bei den anderen Nationen. Wir kopieren jetzt deren Altar und unseren eigenen Altar schieben wir zur Seite. Das ging so weit, bis er irgendwann das Heiligtum zunageln hat lassen. Stell dir vor, ihr kommt am Sabbat früh in die Gemeinde und die Gemeinde ist zugenagelt, weil der Gemeindeleiter gesagt hat, Gottesdienst ist geschlossen. Das hat er gemacht. Der hat den Tempel zugemacht, zugenagelt. Keiner konnte mehr Gott anbeten. Soweit hat er es getrieben, der Ahas. Also der war wirklich krass. Und nach diesem, das war ein richtiges Tief, das war ein richtiger, ja, richtiger Tiefschlag, danach kommt Hiskia. Der war super. Das allererste, was er gemacht hat, wurde König. Am ersten Tag hat er entschieden, wir machen den Tempel auf. Und dann hat er mit den Leviten und den Priestern den Tempel gereinigt. Da haben die ganzen Unrat da rausgenommen und haben dann eine Erweckung, Reformation erlebt, haben das Passafest gefeiert und ich weiß nicht was. Und zu seiner Zeit kamen die Assyrer. Er war derjenige, der erlebt hat, wie die Assyrer kamen und die ganze Gegend dort eingenommen haben. Und wisst ihr, welcher Prophet zu seiner Zeit gelebt hat? Und der ihm dann Mut gemacht hat, als die Assyrer um Jerusalem herum belagert waren und gesagt haben, wer ist euer Gott? Wir haben alles eingenommen. Euch nehmen wir auch noch ein. Da gab es einen Propheten, der ihm gesagt hat, vertraue auf Gott. Das war der Prophet Jesaja. Also hier sind wir in der Zeit von Jesaja. Und das war dann die Geschichte, wo dann der Engel des Herrn kommt und das ganze assyrische Heer schlägt. Ja. Also Hiskia, super. Aber irgendwann ist er krank geworden. Und dann kommt der Prophet Jesaja und sagt, bestelle dein Haus, du musst sterben. Und was macht der Hiskia und sagt, das, was die meisten Christen machen, warum Gott? Wie kannst du das zulassen? Rette mich,
befreie mich, erlöse mich von meiner Krankheit. Was macht Gott? Er heilt ihn. 15 Jahre mehr. Und in diesen 15 Jahren zeugt er einen Sohn. Den Sohn Manasse. Und manchmal werden wir, nicht nur bei ihm, während der 1000 Jahre sagen, meine Güte, wären die doch lieber gleich gestorben. Also wiederum, eigentlich guter König, aber wieder so ein fader Beigeschmack. Ja? Wenn er Gott mehr vertraut hätte, hätte Israel weitaus mehr Segen gehabt. Denn dann kommt Manasse und Manasse setzt den Rekord. Manasse ist so schlimm, dass noch Jahrzehnte später das Israel vorgehalten wird. Manasse ist der, der lässt die Kinder durchs Feuer gehen. Das heißt, er lässt mit Prostituierten Kinder zeugen, die danach verbrannt werden für den Gottesdienst. Also was man gemacht hat, man hat die Kinder, man hat so ein Altar gemacht mit Feuer und man hat die Kinder drüber springen lassen. Und wer das überlebt hat, der war dann eingeweiht und wer es nicht überlebt hat, der war ohnehin dafür bestimmt, geopfert zu werden. Das hat man gemacht. Er hat Götzendienst gemacht, er hat Okkultismus betrieben, hat mit den Toten Kontakt aufgenommen, als König von Israel. Also stellt euch vor, der Generalkonferenzpräsident geht zu einer Seance und nimmt mit den Toten Kontakt auf. Dann möchte ich mal sehen, wer von uns in der Gemeinde bleiben würde, oder? Es war immer noch Gottes Volk. Ja. Nur mal so als Hinweis, nicht wahr? Weil manchmal gibt es so Leute, die bei allem Kleinigkeiten immer gleich sofort schreien, wie kann das nur? Also da war es wirklich krass. Manasse, doppelt schlecht. Aber, wisst ihr, was mit Manasse passiert ist? Manasse wurde dann von einem babylonischen König gefangen genommen, mit an der Nase sozusagen nach Babylon geführt und dort in das letzte Erdloch gesteckt. Wisst ihr, was die Bibel dann sagt? Dort in Babylon, nach diesen Jahrzehnten Götzendienst und Okkultismus und Prostitution und ich weiß nicht was, er war ja derjenige, der auch Jesaja hat töten lassen. Ja? Ich glaube, Jesaja wurde zersägt, nicht wahr? Oder gevierteilt, ich weiß nicht, einer von beiden. Er war das, der das in Auftrag gegeben hatte. Da bekehrt sich der Manasse im Erdloch von Babylon. Und was macht Gott? Sagt, nee, du hast zu viel gemacht. Geht doch zu mich. Sagt Gott, na okay, ich nehme dich zurück, kannst du ja vielleicht als Bauer arbeiten. Was hat Gott gemacht? Er hat ihn zurückgenommen und hat ihn wieder König sein lassen. Dieser Manasse, also nach allem, was wir wissen, wird wohl im Himmel sein. Der schlimmste von allen. Und das zeigt einfach, also, was die Gnade Gottes vermag. Nicht nur, dass er wird im Himmel sein, er ist dann einer der Vorfahren von Jesu geworden. Also zumindest hier diesem geistlichen Stammbaum. Jetzt, Manasse, wer kommt danach? Amon. Amon verbuchen wir ganz schnell unter schlecht. Und dann kam Josia. Und wer war Josia? Der war der Beste von allen. Josia lässt das die Zeit, wo man im Tempel die Kopie von 5. Mose findet. Und als man das Buch 5. Mose findet und dem Propheten das vorliest, da lässt er eine Erweckung und Reformation starten, die alles vorher und später Dagewesene in den Schatten stellt. Ellen White nennt es die größte Erweckung und Reformation im Alten Testament unter Josia. Und er war so gut, dass man sich eigentlich wünschen würde, dass alles bis ans Ende glatt gelaufen ist. Aber wisst ihr, wie er gestorben ist? Da kam der Pharao Necho, wollte mit Nebukadnezar kämpfen und wollte durch das Land Israel hindurchreisen. Und der kleine König Josia meinte, nö, ich bin hier König, ich lasse dich nicht durch. Und dann sagt der Pharao ihm, Gott, der Herr, hat mir den Auftrag gegeben, gegen Nebukadnezar zu kämpfen. Lass mich durch. Er sagt, nö, kannst du vergessen. Was passiert? Er stirbt im Kampf. In einem Kampf, zu dem Gott ihn nie aufgerufen hatte. Und völlig unnütz und unnötig. Und das Land geht danach den Berg runter, weil die Könige danach nur noch schlecht sind. Also jede Lebensgeschichte hier drinne ist einzigartig. Ja, wenn wir mehr Zeit hatten, könnten wir stundenlang über jeden referieren. Aber nur mal so zu zeigen, wie vielfältig der Stammbaum von Jesus ist. Naja, und dann kommen Jechonja, ganz kurz dazu, für alle, die das jetzt in der Kürze der Zeit verstehen, Josia hatte 3 Söhne. Ich male euch das am besten kurz auf. Der erste war Joahas, der ist nicht aufgeführt, der wurde gefangen genommen
vom babylonischen König. Der nächste war Joachim. Der wurde von Babylon gefangen genommen. Dann sein Sohn war dann dieser Jechonja. Also eigentlich ist es der Enkel von Josia. Also es war der erste König, dann der zweite, das ist der dritte. Und dann war nochmal ein Sohn von Josia, das war der Zedekia, der dann auch nach Babylon gefangen genommen worden ist. Und nur, dass ihr das mal wisst, es gibt einige Manuskripte, die in Matthäus 1 auch den Joachim erwähnen und danach den Jechonja. Ihr werdet gleich sehen, warum das interessant ist. Es könnte sein, dass wahrscheinlich beim Abschreiben aufgrund der Ähnlichkeit der Namen dieser Name Joachim in manchen Manuskripten fallen gelassen worden ist. Naja, kurze Rede, langer Sinn. Das ist die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Das ist die Zeit von Daniel, von Hesekiel, von Jeremia, wo das Volk in die Gefangenschaft geht. Das heißt, wir haben von Abraham zu David und von David... Ja. Bis dahin ist es quasi so und so. Ja. Aufstieg und Fall des jüdischen Reiches. Jetzt der letzte Abschnitt, den können wir in einer Minute machen, weil da kommt nicht mehr viel Bekanntes. Das dümpelt jetzt so vor sich hin. Ja. Schauen wir mal nur die Verse an in Vers 12. Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jechonja den Shealtiel. Shealtiel zeugte den Zerubabel. Wisst ihr, wo Zerubabel vorkommt, ganz kurz? Zerubabel, das ist der zur Zeit von Haggai und von Zacharja, als dann nach Daniel die Israeliten wieder zurückkommen. Er ist er, der den Tempelbau in Auftrag gibt. Das ist der, Zerubabel. Und dann kommt Abihud. Abihud zeugte Eliakim. Eliakim zeugte den Asor. Asor zeugte den Zadok. Zadok zeugte den Achim. Achim, nicht war auch interessant, dass der Bibel vorkommt, Achim nicht mehr. Achim zeugte den Eliud, Eliud zeugte den Eleazar, Eleazar zeugte den Matan, Matan zeugte den Jakob. Warum kennen wir die alle nicht? Aus einem einfachen Grund, das ist alles in der Zeit zwischen den Testamenten. Ja, ihr wisst ja, das letzte Buch des Alten Testaments ist ungefähr so 400 vor Christus. Und da gibt es so 400 Jahre Lücke und das ist da. Ja. Kennt kein Mensch, aber am Ende kommt es raus bei wem? Jakob zeugte den Josef. Und der Josef ist immer noch ein Nachfolger, ein Nachkomme Davids, aber mittlerweile ist er ganz arm. Arm und unbekannt. Also von Abraham, dem Stammvater aller Gläubigen, hin zu König David und dann aufgrund der Sünden des Volkes erst Gefangenschaft und von dort irgendwann zu diesem armen Josef, den keiner mehr kennt, der selbst in seiner Heimatstadt Bethlehem den keiner kennt, den keiner will. Ja. Aber jetzt kommt der absolute Superhammer. Haltet euch gut fest. Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Wisst ihr, was Matthäus gerade in diesem Vers gemacht hat? Ja, das wissen wir, das sagt er an der Stelle nicht. Aber wisst ihr, was er gerade gemacht hat? Ja, er zeigt, dass das ganze Geschlechtsregister, das wir gerade gelesen haben, gar nicht zu Jesus führt. Es führt gar nicht zu Jesus, denn es führt nur zu Josef und dann kommt die Maria. Aber Maria hat mit Josef gar nie, also zu dem Zeitpunkt geschlafen. Das heißt, der Jesus hat gar keine biologische Verbindung zu Manasse und zu Josia und zu all den Königen. Das Ganze ist eigentlich, in Anführungsstrichen, menschlich gesehen eine Farce. Er hat quasi das ganze Geschlechtsregister aufgehoben. Weil diese Linie gibt es ja gar nicht, die geht nur bis Josef. Und von Josef zu Jesus gibt es keinen DNA-Kontakt. Keine Verbindung, keine biologische sonst was. Die stehen nebeneinander. Und das ist erstmal schwer zu verdauen, dass diese ganze Königsliste, ein stolzer König nach dem anderen, die sind gar nicht die wirklichen Vorfahren von Jesus. Ja, ist denn Jesus jetzt wirklich der Sohn Davids? Und der Sohn Abrahams? Maria kam auch irgendwo her. Gibt es denn noch ein anderes Geschlechtsregister? Es gibt noch ein anderes Geschlechtsregister, das werden wir uns nächste Woche anschauen, ganz kurz dann, weil wir das meiste heute schon gemacht haben. Und zwar in Lukas 3. Eure Hausaufgabe
besteht darin, vergleicht mal das Geschlechtsregister von Matthäus mit dem von Lukas. Ja? Ihr werdet sehen, vieles ist gleich, aber manches ist anders. Und da, wo es anders ist, ist natürlich spannend. Und dann werden wir sehen, was das bedeutet. Eins ist sicher, dieses Geschlechtsregister in Matthäus ist nicht dazu da, zu beweisen, von wem Jesus abstammt. Denn Jesus kommt in dem Geschlechtsregister gar nicht vor. Nur sein Stiefvater. Es zeigt vielmehr den Juden, worum es Gott eigentlich wirklich ging bei den Geschlechtsregistern. Das ist die Geschichte der Erlösung quasi bildlich in Geschlechtsregistern aufgeschrieben, weil die Juden Geschlechtsregister verstanden haben. Ja? In der Sprache, die sie verstehen konnten, hat Matthäus ihnen eine Botschaft gemacht. Schaut her, bei Gott geht es um ganz andere Dinge. Also, nächste Woche schauen wir uns dann Lukas an, die Einleitung zu Lukas und das Geschlechtsregister, und dann haben wir mal alle Einleitungen hinter uns und dann geht es mal mit den Geschichten los. Hm? Der fängt noch andersrum an, das noch oben drauf, genau. Da werdet ihr sehen, was da alles anders ist. Für heute wollen wir uns einfach diese Sache merken. Matthäus zeigt, dass all das menschliche Dünkeldenken, nicht wahr? Ich habe den und den Vorfahren und ich stamme von dem und dem ab, vollkommen egal ist, wenn es um Jesus geht. All die stolze Liste der Könige, vollkommen egal. Aber genauso zeigt er, dass egal wie unser Lebenslauf gewesen ist, mit welchen Kanten, Ecken, egal von woher wir kommen, egal was wir alles getan haben, wir können alle Teil sein in diesem Buch, in dem nur Namen stehen, in dem Buch des Lebens. Und noch niederknien und beten und Gott dafür danken. Lieber Vater im Himmel, hab du doch herzlichen Dank für das, was wir lesen konnten und studieren konnten. Es ist erstaunlich, wie viel in so einem Geschlechtsregister drin steckt. Und man könnte noch so viel mehr sagen, wenn man jetzt jede einzelne Person ausführlich studieren würde und die das Leben beleuchten würde. Aber wir haben gesehen in diesem Überblick, den Matthäus uns gibt, wie die gesamte Geschichte des Volkes Israel gekennzeichnet war von Auf und Ab. Und so oft wissen wir das auch, dass es in unserem Leben so ist, dass unser Leben gekennzeichnet ist von Auf und Ab, dass wir Quereinsteiger sind in deine Gnade. Aber wir danken dir von ganzem Herzen, dass wenn du einen wie Manasse retten kannst, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir unser Leben übergeben, dass auch wir im Buch des Lebens stehen dürfen. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.